Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mir mal darum, ein paar Begriffe ein bisschen aufzuklären, die sehr ähnlich klingen, um dabei auch ein bisschen Verwirrung mal vielleicht noch zu stiften, aber dann aufzuklären. Mir geht es um die Begriffe EEG, EEV, EEAV und NEV. Das sind natürlich vor allem Abkürzungen für Gesetze und Verordnungen und glaubt mal, das waren noch nicht mal alle, die in diesem Video vorkommen werden. Ich will es mal auseinandernehmen. Wofür stehen die einzelnen Sachen? Das EEG, natürlich ist das Erneuerbare Energien Gesetz. Eigentlich heißt es ja Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien, aber EEG, natürlich Erneuerbare Energien Gesetz, ist ein bisschen griffiger. Das Gesetz stammt vom Jahr 2000. Das hat dann das Stromeinspeisegesetz beerbt, was schon seit 1990 die Möglichkeit der Anbindung von Einspeiseanlagen ins öffentliche Netz überhaupt gegeben hat. Und seit 2000 gab es dann eben die tatsächliche Förderung und den Vorzug von erneuerbaren Energienanlagen gegenüber den konventionellen, die eben im EEG so geregelt worden sind. Dann gibt es das EEV. Ne? EEG, EEV ist natürlich die Erneuerbare Energienverordnung, heißt aber eigentlich Verordnung zur Durchführung des Erneuerbare Energiengesetzes und des Windenergie auf See-Gesetzes. Das EEV gibt es seit 2010, hieß damals aber noch MechV, nämlich Ausgleichsmechanismusverordnung, und wurde dann im Jahre 2016 umbenannt zum EEV und ist schlussendlich die Stelle, an der jetzt verschiedene Grundlagen des Erneuerbaren Energiengesetzes über diese Verordnung nochmal genauer reguliert werden, nämlich vor allem die Ermittlung der EEG-Umlage, wie ich es schon in einem anderen Video mal zum EEV erklärt hatte. Nämlich, dass da die verschiedenen Einnahme- und Ausgabenpositionen des EEG-Kontos gegenübergestellt werden und eben geregelt wird, was dann gezählt werden muss und gerechnet werden muss. Und auf dieser Grundlage ändert sich immer die EEG-Umlage, die dann ja auf unseren Rechnungen mitsteht. Und außerdem ist in der EEV auch noch das Herkunftsnachweisregister und Regionalnachweisregister reguliert und vorgegeben, die ja mittlerweile ganz wichtige Quellen dafür sind, um eben den erneuerbaren Energienstrom auch nochmal schön nachweisen zu können. Und außerdem sind dort verschiedene Übergaben von Ermächtigungen an die Bundesnetzagentur, an das Umweltbundesamt und das Bundesamt für Seeschifffahrt für die verschiedenen Aufsichtsaufgaben rund um die erneuerbaren Energien gegeben. Dieser Ausgleichsmechanismus ist diese Regelung der EEG, des EEG-Kontos und der EEG-Umlage. Und genau das ist jetzt eben gemündet im EEV. EEG, EEV, okay. Jetzt gibt es noch EEAV. Das ist die Erneuerbare Energien Ausführungsverordnung. Ne, EEV mit einem A nochmal dazwischen ist jetzt die Stelle, die auch früher mal Ausgleichsmechanismus Ausführungsverordnung hieß und im gleichen Zug wie beim EEV eben dadurch entstand, dass man die verschiedenen Sachen zusammengezogen und erweitert hat. Das EEAV regelt jetzt schlussendlich die Vermarktung des EEG-Stroms, ne, also der Strom, der im EEG festgelegt ist und definiert ist. Die Förderung oder die Zusammenstellung der Umlage und damit auch der Subventionierung über das EEG-Konto ist im EEV und die eigentliche Ausführung der Förderung dieses Stroms, nämlich vor allem die Vermarktung an der Strombörse, die ist wiederum in der EEAV jetzt also geregelt. Da geht es also tatsächlich um die Spotmarkt-Vermarktung an der Strombörse des eingespeisten Erneuerbaren Energiengesetz-Stroms. Und außerdem wird dort auch werden die sogenannten Netzausbaugebiete definiert, die wiederum ursprünglich mal in der sogenannten Netzausbaugebietsverordnung NAGV münden sollten. Die gab es dann aber nie. Das ist in der EEAV gelandet und beschreibt schlussendlich die Ausbaugebiete für den Onshore-Wind, nämlich an den Stellen, wo das Stromnetz an sich überlastet ist und genau deswegen dort auch Windkraftanlagen vielleicht helfen könnten. Das waren jetzt EEG, EEV, EEAV, nochmal mit dem Zug auf Ausgleichsmechanismus-V und Ausgleichsmechanismus-AV. Jetzt gibt es auch noch, ganz lustig, NEV. Hat gar nichts mit erneuerbaren Energien zu tun, aber wird gerne mal verwechselt mit EEV. Und NEV ist nämlich die
Energieeinsparverordnung, beziehungsweise heißt sie eigentlich Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden. Sehr eingängig. Gibt es in der Form seit 2002 und beschreibt die bautechnischen Anforderungen für praktisch einen besonders energieeffizienten Bau, der dann natürlich auf Grundlage des NEG, eben nicht erneuerbare Energien, sondern des Energieeinspargesetzes, praktisch das ganze Aufbau. Das Energieeinspargesetz NEG gibt es seit 1976. Damals war, ich meine, die Ölkrise. Und deswegen musste man damals eben auch schauen, wie man vielleicht Energieverschwendung im Rahmen von Heizung und Kältetechnik ein bisschen einschränkt. Und deswegen hat man das NEG eben eingeführt. NEG nicht zu verwechseln mit EEG, NEV nicht zu verwechseln mit EEV und EEAV. Damit dürfte die Verwirrung komplett sein. Wir haben uns außerdem die Auskill-Mech-V und Auskill-Mech-AV und die NAGV noch angeschaut. Super lustig. Das sind eben so genau die Hintergründe, die man nur unglaublich schwierig durchblicken kann. Und weswegen es eben auch genau uns gibt, die versuchen, so etwas halbwegs greifbar mal runterzubrechen. Versteht dieses Video so ein bisschen als eine lustige Fingerzeig darauf, dass diese Branche einfach ganz schön komplex ist. Aber wenn man es sich anschaut, wenn man es ein bisschen, wenn man die Vorhänge aufzieht und dahinter schaut, dann kann man auf jeden Fall sagen, das Ganze ist gar nicht so schwierig. Heute ging es also um EEG, EEV, EEAV und NEV vor allem. Und das war es erstmal. Habt ihr Fragen zu diesen Themen oder auch eine lustige Idee dazu? Dann schreibt das mal unten in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.